Passend zur Vorweihnachtszeit habe ich euch hier schon mal Licht gemacht, wie bei Tomb Raider 4, im Level der Tempel im Tal oder so. Keine Ahnung, Tempel, doch der Tempel im Tal. Es klingt so ein bisschen komisch, wenn man das so sagt. Ja, damit begrüße ich euch ganz herzlich zurück hier zu einer neuen Aufnahme. Und ich gucke gerade nochmal, hatten wir hier auch nochmal vorne zwei Wege, wo wir lang konnten? Oder war das jetzt nur der. Nee, das war nur der Eingang. Gut, dann gehen wir da nochmal geradeaus. Da links sind wir jetzt ja gewesen, da haben wir dieses Auge des Ma gefunden. Was auch immer uns das bringt oder auch nicht bringt, werden wir wahrscheinlich noch sehen. Ah ja, hier ist auch nur wieder so ein. Nein, ich nehme mal die Waffen. Das testen wir natürlich auch nochmal. Ich glaube, es ist völlig unsinnig, dass ich das immer wieder versuche, ob man nicht vielleicht doch irgendwo unter diesen Holzbrettern doch noch mal was anderes findet, außer eben diese ollen Spieker oder diese Stacheln. Aber so richtig will ich die Hoffnung nicht aufgeben, ne? Es ist, wie es ist. So, eine Öffnung haben wir noch, in die wir rein können. Und zwar hier. Bin mal gespannt, wir denn in diesem, unter diesem Holzverschlag was finden. Anscheinend nicht. Gut, dann geht's hier lang. Ich mache jetzt mal so ein bisschen. Ich spare jetzt mal ein bisschen Fackeln, beziehungsweise wie viele haben wir denn überhaupt gerade? 97. Ja gut, das ist jetzt viel, aber wenn man überlegt, es könnte theoretisch. So, hier haben jetzt keine. Ha! Hier sind nämlich keine Stacheln aufgeploppt. Bezüglich der Fackeln. Geheimnis. Ich habe es ja fast gedacht. Das Blöde ist, wir kriegen immer nur Waffen, die wir irgendwie schon haben. Aber gut, ich will mich auch nicht beschweren. Huch, wir haben auf jeden Fall das Geheimnis für dieses Level dann auch gefunden. Und ja, können dann jetzt hoffentlich weitermachen im vorderen Bereich. Wir speichern erstmal. Genau, bezüglich der Fackeln wollte ich nur sagen, dass wir jetzt zwar noch so recht viele haben, wenn man aber, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die nächsten Level auch alle so dunkel werden, wie es jetzt hier teilweise schon der Fall ist, dann ja, dann sieht es auch mal ganz schnell anders aus. Dann haben wir nämlich auch ganz schnell mal einen Mangel und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen, ja, versuchen wir das jetzt nicht überzustrapazieren. Im besten Fall sind jetzt die nächsten Bereiche hier auch nicht so düster. So, wir haben jetzt die offen und die offen. Genau, die ist noch zu. Und auf der anderen Seite sollte auch alles zu sein. Ich habe keine Ahnung, ob es hier irgendwie eine bestimmte Reihenfolge gibt. Ich meine, ich weiß jetzt, wenn ich die Kombination von Blau mache, dann kommen wir wieder da rein, wo wir schon gewesen sind. Also wir haben jetzt den ersten Adler-Dreieck-Dings, das haben wir jetzt abgeschlossen. Frage ist, müssen wir da jetzt wirklich nochmal hin? Ich habe da eigentlich wenig Lust drauf, aber ich würde sagen, ich kann es ja mal so machen, da wir beim letzten Mal da schon gewesen sind. Ich teste das jetzt mal aus. Beziehungsweise, nee, ich mach's mal gar nicht. Ich mache es einfach mal hier. So. Das ist jetzt nämlich die grüne Kombination. Ich glaube, die hatten wir sogar auch schon mal. Kann das sein?
Hier hat sich nichts geöffnet. Kann sich ja eigentlich nur hier was geöffnet haben. Ja, Tatsache. Okay. Ja, gehen wir doch da mal rein, oder? Speichern. Waffe. Am besten diese hier, weil wahrscheinlich wieder nur. Ja, Fledermäuse hier. Die sich hier an der lieben Lava laben möchten. Das sieht ja schon alles sehr, sehr ähnlich aus, ne? Wie laut diese Trampelfiecher sind. Oh, Krokodil. Ein schillendes Krokodil. Warte mal, das machen wir mal anders. Wo haben wir denn die Armbrust? So, das machen wir jetzt mal ganz anders. Das ist jetzt eigentlich... Hä? Wieso hat der denn nicht... So, jetzt. Es ist schon abartig, aber es macht irgendwie auch Spaß. Muss man ja mal ehrlicherweise sagen. Aber die brauchen auch tatsächlich zwei Schüsse, bis sie denn auch dann tot sind, ne? Also hier sieht es auf jeden Fall schon wesentlich schöner aus als in dem anderen Raum. Vor allen Dingen dem, wo wir das allererste Mal gewesen sind. Der war ja richtig scheiße. Hier sind Grabbellöcher. Ist hier noch irgendwas? Ich höre noch was. Ich dachte, hier wäre noch ein Krokodil. Aber scheint dann doch nicht der Fall zu sein. Bevor wir hier überhaupt irgendwo reingrabbeln, gucken wir uns nochmal um. Das Wasser klingt irgendwie sehr... sehr eisern. Hört ihr das? Ist ein Hebel. Also das Wasser klingt sehr, sehr komisch. Und ihr Zopf ist irgendwie in ihrem Körper drin, ne? Verwachsen. Okay, ich befürchte mal, dass die verschiedenen Grabbellöcher irgendwie nicht alle irgendwas Gutes bergen. So, ich nehme an... Guck mal, hier ist noch so ein Teil. Okay, dass der Hebel dafür gedacht ist. Machen wir das jetzt erst? Nee, das ist nur Hebel. Also, Gitter wieder auf. Das heißt, wir müssen hier wahrscheinlich in alle vier Löcher reingreifen. Sehr schön, dann haben wir jetzt schon ein zweites Auge. Hallöchen. Hübsch ist es ja. Gut, dann haben wir das Tor geöffnet und ich würde sagen, wir gehen direkt zurück. Ich vermute mal, wir müssen am Ende in alle Räume rein. Damit sich dann da, wo wir diese Kombination gefunden haben, dass dort dann wirklich alle... hier ist auch wieder so eine Kante. Dass es dann dort weitergeht. Gehe ich jetzt einfach mal ganz stark von aus. Speichern. Direkt hier drauf. Was ist das jetzt für ein Teil, was wir da haben? Stein des Mart. Achso, Mart, nicht mal. Stein des Kipri. Okay, wahrscheinlich müssen wir da jetzt irgendwie vier Stück oder so von finden.
diese beiden Trampeltypen da auch die ganze Zeit da versuchen, in dieses Ding da reinzurennen, ne? Ich meine, wäre es nicht sinnvoller, einfach mal sich dahin zu legen und abzuwarten? So, ich glaube, es bringt nichts. Wir müssen wahrscheinlich vier Dinger sammeln. Ich meine, das eben war der grüne Raum und der Stein ist ja auch grün und das davor war der rote Raum und da ist der Stein rot. Das heißt, wir müssen noch ein blaues und ein rosanes finden. Das heißt, wenn ich es richtig kombiniere, wir müssen jetzt so oder so noch mal in diesen blauen Raum rein. Also machen wir den als erstes. Das ist der, wo wir schon gewesen sind. Ich muss aber sagen, ich habe keine Ahnung, wo man da was finden soll. Ach nee, Moment, jetzt ist hier auf einmal was anderes offen. Jetzt ist dieser hier auf. Das heißt, der blöde Raum ist gar nicht. Okay, das ist gut. Dann geht's hier weiter. Vielleicht war das so die Bestrafung dafür, dass wir beim ersten Mal einfach willkürlich irgendwas gedrückt haben und nicht als erstes die Kombination nach Reihenfolge im Alphabet. Also, ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie was gebracht hat, ob das irgendwie sinnvoll war. Ich habe das nicht nachgeguckt. Heiliges Ehrenwort. Aber. Oha. Okay. Jo. Okay, die Zeichen sind auf jeden Fall alle drauf. Ich schnappe mir nochmal meinen Stift und Papier. Und dann zeichnen wir mal. Also, wir haben als erstes das U-Boot. Keine Ahnung, was das sein soll. Dann haben wir das Auge ohne Iris und den leicht geschwungene Seeschlange. Dann haben wir das Teil mit den Knoten in der Mitte, die kleine untergehende Sonne und die Seeschlange, die wieder zurück nach Hause schwimmt. Und hier haben wir die Seeschlange, die den Schwanz hängen lässt. Dann haben wir einen Krug und einen Knoten zusammen. Die haben wahrscheinlich eine Affäre miteinander. Und dann haben wir noch so eine alte Telefonkordel, so eine Telefonschnur. So, jetzt gucken wir mal. Also, am ersten, da hatten wir das U-Boot. Das ist ein D. Dann hatten wir das Auge ohne irgendwas drinne, das ist das R. Und dann haben wir die Seeschlange, die zur Arbeit schwimmt, V, DRV. So, das zweite war der Knoten, also mit dem Knoten, das ist ein S. Dann die Sonne, die kleine, das ist ein T. Und die Seeschlange, die zurück nach Hause schwimmt, das ist ein F. STF. So, dann haben wir die Seeschlange, die nach Hause schwimmend den Schwanz hängen lässt. Das ist ein J. Dann haben wir den Topf mit dem Teil, das ist ein X. Und dann haben wir die alte Telefonkordel, ist ein N. JXN. So, ich habe keine Ahnung. Ich würde jetzt mal blind darauf tippen, dass wir auch wieder hier die Reihenfolge, in der wir das Ganze hier drücken, dass das in irgendeiner Form wieder dem Alphabet nach, also von den Buchstaben, die wir jetzt hier haben, nach dem Alphabet. Das heißt, wir beginnen mit D. Also D ist Nummer 1. Dann haben wir F, ist Nummer 2. F, G, H, J ist die Nummer 3. K, L, M, N, N ist die 4. Das ist die Telefonkordel. O, P, Q, R, das ist das Auge ohne irgendwas, das ist die 5. S ist die 6, das ist der Knoten. 7 ist die kleine Sonne.
UV. Das ist die 8 und X ist die 9. So, dann probieren wir mal aus, ob das so klappt. Das heißt, wir beginnen mit dem U-Boot mit als erstes. Dann die Seeschlange. Ah, okay. Ja. Dann haben wir J, das ist hier die Seeschlange, die. Dann haben wir die 4. Das ist hier das N. Ich glaube, das bringt hier alles nichts, was ich mache. N. Dann das Auge ohne irgendwas drinne. Also ich glaube, ich verbrauche jetzt gerade mehr Medipacks als irgendwas. Dann das S, das ist dann das nächste Zeichen. Sechs. Achso, dann müssen wir die kleine Sonne, die direkt daneben ist. Ich glaube, das bringt nichts, aber gut. Dann die kleine Schlange, die zur Arbeit schlängelt. Aha. Warum auch immer die jetzt das Dings war. Warte mal, das will ich mal kurz eben. Okay. Also nur die beiden Symbole, die beiden Schlangen, also die ich jetzt als Schlange, die zur Arbeit und die von der Arbeit weg. Oh nein! Ich habe nicht gespeichert, oder? Habe ich gespeichert? Nein. Aber wir wissen es jetzt, ja. Also nur die beiden Schlangen hier sind wirklich wichtig. Diese hier und die hier, die zur Arbeit hin. Aha. Kann mir das jetzt mal. Das ist übrigens die Buchstaben F, V, also F und V. Ja, frag mich was Leichteres. Warum das jetzt unbedingt die Traumkombination war. Aber gut. Auch das nehmen wir einfach mal so hin. Wir haben den blauen Stein. Der blaue Stein ist jetzt mein. Und wir haben noch ein bisschen Zeit. Gucken wir uns mal an. Stein des Mart, Stein des Khefri, Stein des Re. So, jetzt wollen wir noch Stein des Bu oder so. Und zwar den rosanen. Und rosa ist Dreieck. Adler. Und diese Dingsbums. So, jetzt habe ich gerade nichts gehört, aber da hat sich was geöffnet. Und hier auch. Ach so, Moment. Nee, Quatsch, da waren wir. Hier waren wir noch nicht. Also, wieder speichern. Übrigens, Steffen, wie du siehst, ich nutze jetzt endlich mal diese Short-Cuts. Weil mir das selber irgendwann auf den Sack gegangen ist, dass ich jedes Mal hier wieder irgendwie gucken musste oder da rumscrollen musste. Im Menü. Gut, hier kann ich mich an den Dingern langhangeln, das ist kein Problem. Ich frage mich, was der Werner da jetzt macht mit seinen 4 Hunden, die er da jetzt irgendwie bei sich an der Seite hat. Fledermaus. Oh, hoch. Ich wollte hier eigentlich noch gar nicht rein. Kann ich jetzt mit denen hier eigentlich irgendwas machen? Nee, da steht auch nur was drauf.
Alright, dann speichern wir und dann gehen wir ins Wasser, würde ich sagen. Nein, es gibt wieder hier tausend Wege. Da geht's nach unten. Wie geht's nach oben? Ich, keine Ahnung, ich gehe jetzt erstmal hier lang. Nachdem ich hier irgendwie schon Ewigkeiten. Medipack. Ja, ich gucke mir das einfach mal an. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob man da irgendwie die Türen aufmachen kann. Das müssten wir tatsächlich noch mal rausfinden. Speichere mal, dass wir das Medipack haben. Huch. Wieso speichert ja, ne? So, gehen da nochmal hin. Wir gucken mal, ob wir die Tür irgendwie öffnen können. Sie öffnet sich nicht. Sie lässt sich auch scheinbar nicht öffnen. Zumindest hat Lara gerade keine Anstalten gemacht, das irgendwie auch nur zu probieren. Erstmal hier rechts lang. Geht's nochmal runter. Boah, ey, wo geht das denn hier ganz hin? Hier ist auch ein Deckel drauf. Und hier ist ein Auge. Hier ist die Schlange, die zur Arbeit will. Halt, ich will nicht. Nee, da bin ich doch schon hergekommen, ne? Ach, verdammt. Ja, ich glaube, ich werde mal hier sterben, ne? Okay, ja, ich würde sagen, das können wir am besten beim nächsten Mal austesten. Wenn wir uns hier wiedersehen bei Tomb Raider 4, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, die Folge ist leider wieder vorbei. Ja, macht's gut und habt bis zum nächsten Mal eine schöne Zeit und wir hören uns dann hoffentlich wieder hier. Macht's gut. Ciao.